In diesem Video besprechen wir die drei größten Fehler, die du in der Klausurvorbereitung machen kannst. Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach. Und heute sprechen wir darüber, was so die drei größten Fehler sind, die ich immer wieder bei Oberstufenschülern sehe, die sie in der Klausurvorbereitung machen. Der allererste richtig große Fehler ist es, dass du nicht genau die Anforderungen der Klausur kennst. Ja, ich habe das immer wieder, wenn Leute zum Beispiel bei uns frisch im Coaching sind und ich mit ihnen so bespreche, so, wie bereitest du dich denn derzeit auf die Klausur vor? Dann heißt es ungefähr so viel wie, ja, keine Ahnung, ich gucke mir halt all die Sachen an, die wir irgendwie so haben und dann lese ich die ein paar Mal durch und dann lerne ich die irgendwie. Ja, da merkt man schon, da ist keine konkrete Strategie dahinter. Und wann immer keine konkrete Strategie dahinter ist, kannst du dir eigentlich sicher sein, dass du Potenzial auf dem Tisch liegen lässt. Ja, deswegen stell dir ganz konkret die Frage, was sind denn die Anforderungen der Klausur? Was meine ich damit? Natürlich kannst du nicht vorhersehen, was jetzt irgendwie an Aufgaben in der Klausur gestellt werden. Aber du solltest mit deinem Lehrer immer absprechen, was sind genau die Komponenten, wo er wirklich den Fokus drauf legt. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast sechs Hefteinträge, ein Kapitel im Buch und noch zwei Arbeitsblätter, die grundsätzlich irgendwie ja, von euch besprochen worden sind. Dann frage ihn ganz konkret, soll ich das alles lernen? Muss ich von jedem Absatz alles wissen? Weil vielleicht sagt der Lehrer ja, hey, du brauchst bei dem Arbeitsblatt, das ist mir gar nicht so wichtig, musst du gar nicht wirklich lernen. Oder bei dem Kapitel im Buch sagt vielleicht, du musst nicht jedes einzelne Wort auswendig können, aber sollst nur den Sinn dahinter verstehen. All das beeinflusst total, was du überhaupt lernen musst. Das heißt, wenn du mit anfängst, dich für die Klausur vorzubereiten, ohne dafür klar zu haben, was irgendwie an konkreten Sachen zu tun ist, dann wirst du einfach viele Dinge lernen, die du vielleicht gar nicht lernen müsstest und gleichzeitig vielleicht gewisse Dinge nicht lernen, die du eigentlich lernen solltest. Und das solltest du vorab klar definieren, um da wirklich auf der sicheren Seite zu sein. Fehler Nummer zwei, du verteilst die klaren Sachen, von denen du jetzt, wenn du den ersten Fehler nicht machst, genau weißt, was du eben zu lernen hast, das verteilst du nicht irgendwie nach einem konkreten Zeitplan auf die entsprechenden Tage. Ich weiß, dass das manchmal ein bisschen schwer für viele von euch fällt, dann herauszufinden, okay, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ich muss das halbe Kapitel im Buch lesen, ich muss meinetwegen vier Heftseiten lesen und ein Arbeitsblatt machen, wie man das genau dann von der Zeit verteilt. Das machen wir individuell bei jedem Coaching-Teilnehmer bei uns im Coaching, kann ich jetzt nicht für alle auf YouTube irgendwie individuell machen, ja, aber grundsätzlich seid euch immer bewusst, ihr müsst es auf irgendeine Art und Weise schaffen, das konkret in den Zeitplan einzuteilen und auch einen Zeitplan, der Sinn ergibt. Es macht weder Sinn zu sagen, oh, ich baue mir unendlich viel Puffer ein, damit ich auf der sicheren Seite bin. Das ist Schwachsinn, weil du wirst einfach viele, viele Dinge auch ansonsten zu tun haben, andere Fächer lernen, andere Hobbys und so weiter. Da macht es keinen Sinn, den Zeitplan unendlich aufzublähen, was nicht notwendig ist, ja, und gleichzeitig macht es aber auch keinen Sinn zu sagen, boah, ich werde jeden Tag mega, mega krass durchziehen und ich werde sowieso überhaupt gar keine Fehler machen, das quasi bis ins letzte Prozent zu optimieren und dann eigentlich immer ins Risiko zu gehen, dass man, sag ich mal, am Ende nicht hinkommt. Ja, das heißt, da müsst ihr eine konkrete Einteilung für euch finden und wenn ihr es nicht habt, ist das der zweite größte Fehler, den ich immer wieder sehe. Fehler Nummer drei ist, nicht genug in die Anwendung zu gehen. Ja, das ist der allergrößte Punkt, den ich immer wieder sehe, dass einfach viel zu oft Schüler sich Dinge einfach nur immer wieder durchlesen. Ein paar Zusammenfassungen machen, ein paar Notizzettel, ein paar Lernzettel. Ganz ehrlich, das ist gut und das ist auch ein wichtiger Schritt, aber es ist einfach nicht alles. Und wenn du nur Zusammenfassungen machst, wenn du nur Lernzettel machst, dann du könntest fünfmal so effektiv lernen. Ja, was du eben brauchst, sind die entsprechend richtigen Lernstrategien dafür. Auch die sind fächerspezifisch, individuell geben wir dir alles im Coaching mit. Nur sei dir bitte bewusst, das, was du da bisher machst, wenn du nur Lernzettel und Zusammenfassung hast, Dinge immer wieder durchliest, das reicht nicht. Du musst konkret in die Anwendung gehen. Ja, das heißt, du musst Übungen machen, du musst dich abfragen lassen, du musst die Dinge immer wieder selbst aufschreiben. Das sind alles super wichtige Komponenten. Und wenn du nicht die Inhalte abrufst, ja, dann wirst du es einfach auch nicht schaffen, die wirklich schwierigen Aufgaben in der Klausur zu lösen. Du wirst es nicht schaffen, die Dinge dauerhaft abzuspeichern, um sie auch im nächsten Halbjahr, nächste Klausur oder auch dann in Abiturprüfungen wieder zu verwenden. Deswegen, wenn du derzeit noch nicht in Anwendung bist, ist das der dritte größte Lernfehler, den ich immer wieder in der Klausurvorbereitung bei Oberstufenschülern sehe. Deswegen, wenn du diese Fehler nicht machen möchtest, wenn du wissen möchtest, wie es richtig funktioniert, ja, dann bewirb dich sehr gerne bei uns aufs Coaching. Dazu einfach der erste Link in der YouTube-Beschreibung oder eben auch im ersten angepinnten Kommentar. Ich freue mich, dich zu sehen und bis dahin mach's gut. Ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.